Das Auseinandersein ist mir überhaupt der bittere Tod. Ich habe schon 2 Stunden wach gelegen und in einem Fort an dich gedacht. Ach, ich denke immer an dich. Mein Wille war immer gut. Habe ich in der Weise zuweilen gefehlt, so wäre die Strafe zu hart, wenn meine Worte dadurch alle ihre Kraft verloren hätten. Bedenken Sie, dass ich mich im Inneren für Sie verantwortlich gemacht habe. Für Ihr Inneres als äußeres Wohl. Und dass jeder Ihrer 4 Schritte mir mitten durchs Herz geht. Levin, Levin, du bist ein Schlingel und hast mir meine Seele gestohlen. Gott gebe, dass du sie gut bewahrst. Gutes Herz, wundere dich nicht, wenn ich dich fortan sie nenne und dich um ein Gleiches bitte. Die gefährliche Zeit unserer Korrespondenz fängt jetzt an. Und es ist mir zu empfindlich, alle deine lieben Briefe des Du's wegen verbrennen zu müssen. Überall und nirgends. Die Zeit ist nicht heute. Die Zeit ist überhaupt nicht mehr, denn es könnte gestern gewesen sein, lange her gewesen sein. Es kann wieder sein, immer zu sein. Es wird einiges nie gewesen sein. Mein Befinden gefällt sich wieder mal in allerlei Unregelmäßigkeiten und durchkreuzt meine Vorsätze nach Belieben. Es kommt uns beiden vielleicht einmal eine Zeit, wo Sie, selbst noch im Besitz aller Fähigkeiten, mich als eine arme, bröcklichte Ruine nur mit Mitleid und Nachsicht ansehen und dabei mehr leiden werden als ich selbst. Lasst die Zeit kommen wie den Tode! Der obendrein vielleicht früher kommt und die ganze Jeremiade überflüssig macht. Aber mir war nun mal so zumute. Und gegen wen soll ich mein Herz entladen, wenn nicht gegen Sie? Mein anderes Ich oder vielmehr meine abhanden gekommene Hälfte. Da Sie gerade alles haben, was mir fehlt und was mir so wohl tut, als eine Art von Eigentum in Ihnen an mich zu schließen.
ersten und dem letzten Brief liegen zwei Reisen, zwei Krankheiten und Geschäfte. Nehmen Sie dazu, dass ich Sie schweren Herzens an der Katastrophe Ihres Schicksals sah. Die Zeit hat unendliche Gewalt. Wir fühlen es selber nicht, wie auch die kleinsten Begebenheiten, auch die unbedeutendsten Umgebungen ihren Eindruck auf uns nicht verfehlen. Nichts kann spurlos an uns vorübergehen. Wer dies zuerst gesagt, der hat es nicht bedacht. Und selbst wenn uns sozusagen nichts passiert, so erschlaffen und verrosten wir zumindest in dieser Einförmigkeit. Drum ist es so schwer, im strengsten Sinne sein Wort zu halten, sobald es sich über ferne Zeiten zu erstrecken wagt. Nur zu oft bleibt die Form, während der wahre Sinn längst verloren wird. Wir müssen wahre Sätze finden. Und es ist eine der schwersten Aufgaben, so recht unehrlich durch die Welt zu kommen. Ich sage Ihnen diese unbedeutenden Dinge nur, um Sie zu überzeugen, dass dieser unglückselige Hang zu allen Orten, wo ich nicht bin, und allen Dingen, die ich nicht habe, durchaus in mir selbst liegt. Und durch keine äußeren Dinge hereingebracht ist.